Warum habe ich meine Kühe noch an? Hier irgendwo. Wäre mal ganz nett, wenn die ankommen würden. Die wurden vielleicht von den Typen geschlachtet. Oder von den Banditen. Was hätten denn Banditen davon, wenn sie Kühe schlachten würden? Gar nichts. Richtig. Super. Jawohl. Alles klar. Benutzen. Wie viel? 300. Okay. Auf euren Befehl. Und hier haben wir was für ein Territorium? Die sehen gut für Eisen aus. Und Banditen. Alles klar. Oder sind das überhaupt Banditen? Ja, das sind Banditen. Ganz toll. Ich hasse es. Es ist doof. Das Spiel verarscht mich gerade. Ich meine, ich habe keine Bogenschützen oder so. Weil ich das Territorium ja auch nicht zurückerobern kann. Nee, ich habe gar nichts. Ganz toll. Ich liebe dich, Spiel. Du bist so klasse. Kann ich da oben irgendwie in das Territorium? Nee. Schon unterwegs, haben einen Karren erbeutet. Das ist voll doof. Ein Imker hat keine Bienenstöcke. So. Der Imker hat wohl Bienenstöcke. Wie ihr wünscht. Folgt mir. Jawohl. Für die Weg hier. Schon unterwegs. Wir müssen abhauen. Jawohl. Auf euren Befehl. In die Stadt. Alles klar. Haut bloß ab, Truppen. Bogenschützen, ihr schafft das. Ist erschöpft. Braucht dieses alles Territorium klar. Da oben. Verstanden. Sofort. Ja, aber ich kann die ja wenigstens auffüllen. So toll bin ich ja. Oder so toll ist das hier alles ja. Und wieso chillen die jetzt bei mir im Territorium rum? Das finde ich total mies. Wie ihr wünscht. Sofort. Nee, ich will die da auffüllen. So. Ei, auf euren Befehl. Und dann muss Hakim das gleich sozusagen tanken. Also den Schaden von den Bogenschützen. Solange, sobald er wieder ein bisschen aufgeladen ist. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal ein Fest feiern. Oh, 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 oh. Da ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich zu wenig Nahrung habe. Aber ich kann ja jetzt hier alles Mögliche bauen. Käsereien und so weiter. Alles Mögliche. Ich laber hier mal wieder nur Schrott. Aber ich hoffe, das kennt ihr mittlerweile. Also, die kommen jetzt alle hier in das Territorium. Und dann greifen die Typen die hier an. Und die Typen greifen dann die Festung an. Gut. Komm schon, das packt ihr. Gut so. Weiter. Weiter. Banditen haben einen Karren erbeutet. Weiter. Gut so, Leute. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Verstanden. Oh mein Gott, ein Wolf. Angriff. Sofort. Gut so. Gut gemacht, Leute. Also. Ei, sofort. Ja, ich weiß, dass ihr zu wenig Futter habt. Ah, das wird sich gleich schon wieder richten. Oh mein Gott, sie greifen an. Oder was auch immer sie machen wollen. Die müssen jetzt erstmal wieder Sachen refreshen, sozusagen.
Nee, die wollen jetzt nicht wieder den Außenposten besetzen, oder? Das wäre ziemlich unfair. Kann ich die... Ja, ich kann sie nochmal ausbauen. Oder wie die Typen das eben gesagt haben. Ich kann die Burg nochmal ausbauen. Die Burg sieht übrigens richtig cool aus. Muss jetzt mal so gesagt werden. Verstanden. Verstanden. So. Schon unterwegs. Hierhin, Leute. Und dann hoffe ich, kann ich den Außenposten jetzt einnehmen. Außer natürlich, die Bogenschützen haben den besetzt und damit wieder repariert. Ne, haben sie. Sie haben ihn noch nicht ganz repariert. Aber schon fast. Und deshalb muss ich jetzt das schon mal angreifen. Alles und klar. Schon unterwegs. Hakim muss eigentlich auch mithelfen. Jawohl, alles klar. Jetzt müssen die nur noch sterben. Komm schon, stirb. Oder sterbt. Auf euren Befehl. Und jetzt kann ich den wieder einnehmen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und dann sollen die da mal runter. Schon runter. Unterwegs. Und die sollen schon dafür unterwegs. Da drauf. Und dann kann ich hier Banditen haben einen Karren erbeutet. Zeug hinpacken. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Oha, das sind ein paar Truppen, die angreifen. Und ich kann ihn gleich befördern. Aber erstmal muss ich noch hier was machen. Jawohl. Und zwar verteidigen. Ah ne. Die ziehen sich wieder zurück. Nett wie sie sind. Und dann bleibe ich erstmal hier und bewache das Territorium. Beziehungsweise Hakim kann ruhig wieder hier hin zurück. Also hier rein. Und dann spule ich mal vor. Ich möchte euch daran erinnern, dass ich euch treu gedient habe und anerkennen würde. Ich weiß, hast du ja auch. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Oh Mann, die Wölfe greifen mich immer an. Die Wölfe sind doof. So. Und wo bleiben die Minenarbeiter? Wurden die wie getötet? Keine Ahnung. Aber die machen das jetzt schon. Also ausbauen. Banditen haben einen Karren erbeutet. Oh nein. Das kam jetzt mal wieder so überraschend alles. Oha. Da ist der Steinbruch eingestürzt. Heißt, ich muss die beiden Teile leider kaputt machen. Tut mir jetzt leid, ihr beiden Steinmetze. Lässt sich nicht verhindern. Wirklich schade. Und hier sind die Minenarbeiterhütten gleich ausgebaut. Dann kann ich ausbauen. Und ausbauen. Und ich hoffe, dann kriege ich erstmal wieder ein wenig Eisen. Wäre auf jeden Fall schön. Wünschenswert. Wäre das. Und dann kann ich ja eventuell... Ich habe ja ein paar Steine. Baue ich jetzt einfach mal hier ein Tor hin. Und dann gucke ich, ob ich hier noch eventuell Türme Mauern hinbauen sollte. Aber nee, auch nicht. Das ist auf beiden Seiten gut gesichert. Schön. Hat keine Bienenstöcke. Obwohl ich das noch schöner fände, wenn da so ein Grafikeffekt wäre. Also so eine kleine Mauer wie hier im Prinzip. Auch hier zum Felsen hin. Naja. Man kann ja nicht alles haben, was man sich wünscht. Oh, ein Ferkel. Oh, ein Ferkel. Oh, ist das süß. Oh, kleines Ferkel. Oh, es läuft weg. Mann, ist das doof. Gut, die Imkerhütte ist voll ausgebaut. Was brauche ich jetzt nochmal? Ach ja, stimmt. Ich brauche reiche Gebäude. Es ist ein Seifenmacher, der keine Seife hat. Logisch. Logisch hoch 10. Oder auch nur hoch 2. Weiß ich nicht genau. Muss jeder für sich selbst beurteilen.
Dann kommt hier noch. Kommen hier noch Jägerhütten hin. Und ich habe wenigstens wieder ein bisschen Eisen. Ja, das ist schön. Und dann kann ich mit Hakim einmal das Territorium hier einnehmen. Territorium. Uhu, hier ist das Stadttor gebaut. Dann kann mich von da keiner mehr angreifen. Oh, aber es steht schief. Ein bisschen. Vielleicht, eventuell. Und kann irgendwer in das Kloster eindringen. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, aber von hier oben kann jemand eindringen. Ja, ich brauche jetzt erstmal den Steinbruch. Nein. Den Steinbruch. So. Außenposten dann geklatscht. Und dann geht's jetzt wieder zurück. Alles klar. Schon in die rettende Stadt. Habe ich von lang genug? Ja. Ich mach mal ein Fest. Das kam jetzt mal wieder so überraschend. Oh mein Gott. Überraschender geht's ja gar nicht. Und ich habe 14 Stadtgebäude. Wieso mangelt's da an Unterhaltung? Tavernen sind fast voll. Wieso habe ich so viel Unterhaltung? Wegen dem Meter. Blitzmerker, FTW. Habe ich wirklich so wenig Eisen? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich meine, die müssen da doch fleißig am Produzieren sein. Na, am Fördern eher. Eisen kann man ja schlecht produzieren, ne? Was konnte ich nochmal hier kaufen? Nichts Besonderes. Hier konnte ich Eisen kaufen. Brauche ich nicht mehr. Hier konnte ich Stein kaufen. Okay, also falls es mir daran mangelt, weiß ich ja, wo ich es kaufen kann. Dazu muss ich auch erstmal die Banditenlager und so ausrotten. Nun ja. Alles zu seiner Zeit. Alles klar. Ja. Und dann warte ich einfach mal, bis das Fest hier fertig ist. Wie viele Ehefrauen habe ich denn jetzt schon? Oh, ein paar. Und wieso fehlt es ihnen immer wieder an Stein? Oh, 5 Ehefrauen bekommen. Wow, sind das viele. Unglaublich viele. Das Territorium hier müssten wir gleich haben. Wusste ich's doch. So, dann kann ich da Stein bauen. Und da eine Steinmetzhütte, Holz... Nee. Ich wollte gerade Steinfällerhütte, glaube ich, sagen. Oder Holz... Holzmetzhütte. Ja, das macht viel Sinn. Holzmetzhütte. Oder Steinfäller. Ist, mein Traumberuf übrigens. Steinfäller. Und da kann ich übrigens hier noch einen Weber hinbauen. Nachdem ich hier das Ganze ein wenig erweitert habe. So.